Moin, moin. Ich habe bereits einige Videos über Atem- und Energieübungen gemacht und denke, von daher darf diese Atemübung, Energieübung jetzt nicht fehlen. Sie kommt aus dem Jinshin Jutsu und kommt aus dem Japanischen damit und ist eine Übung, die einfach geht. Und wie diese genau geht, zeige ich dir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen. Ich bin der Holger Stockinger von Vahina Yoga. Ich bin nicht nur Yogalehrer, sondern auch Jinshin Jutsu Praktiker. Ja, zum Jinshin Jutsu nur ganz kurz. Es kommt ursprünglich aus Japan und ist dann über Amerika weltweit bekannt geworden. Ist eine Methode, die Energiebahnen im Körper in Fluss zu bringen. Und da gibt es also auch einige Videos auf YouTube zu. Da will ich jetzt auch nicht mehr zu erzählen. Kannst du dir gerne da angucken. Ich will einfach nur diese Übung zeigen, die dir hilft, mehr zu dir zu kommen. Du kannst jetzt mit der linken Hand unter die rechte Achselhöhle greifen und mit der rechten Hand unter die linke Achselhöhle. Und du gibst dir also so eine große Selbstumarmung, die Schultern ganz entspannt. Und mit dem Daumen hast du vorne einen Energiepunkt am Schlüsselbein, den du da berührst. Und mit den Fingerspitzen eben hinten am Rücken oder seitlich am Rücken berührst du auch Energiepunkte. Das hilft schon mal, dass du diese Energiepunkte in Fluss bringst. Na, also hier zum Beispiel dieser Energiepunkt am Schlüsselbein ist eben dafür da, auch den Atem in Fluss zu bringen. Und alle Energiebahnen oder sehr viele Energiebahnen fließen durch diesen Energiepunkt. Und so kannst du eben auch sehr viele Energiebahnen erreichen. Gleichzeitig gibst du dir eine große Selbstumarmung. Du nimmst dich so an, wie du bist. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, ne? Die Selbstliebe. Und du kannst, wenn du das so hältst, mit der Zeit immer mehr die Schultern loslassen. Du kannst auch die Augen schließen, nach innen spüren. Entspannt ein- und ausatmen. Beobachte, wie die Schultern immer mehr loslassen mit der Zeit. Lass es einfach geschehen. Gibst dir eine Selbstumarmung, nimmst dich so an, wie du bist. Die Selbstliebe. Beobachte, wie der Atem immer gleichmäßiger ein- und ausströmt in deinem Rhythmus. Man könnte das jetzt hier mit irgendeiner Atemtechnik verbinden, tiefe Bauchatmung oder unterschiedlichste Atemtechniken. Da habe ich auch einige Videos schon so gemacht. Du kannst aber auch einfach nur den Atem ganz natürlich fließen lassen, ohne einzugreifen. Einfach nur beobachten, wie der Atem ein- und ausströmt. Und wenn man die Augen schließt, dann ist es leichter, nach innen zu spüren. Lausche einfach meiner Stimme, während du die Übung machst. Spüre, wie die Schultern noch mehr loslassen. Der Atem immer gleichmäßiger, ruhiger wird. Wie du innerlich loslässt. Es geschieht einfach, der Atem geschieht. Du kannst das so machen, das reicht schon aus, um mehr in die Mitte zu kommen, in die Ruhe zu kommen, dich mehr anzunehmen, innerlich zu entspannen. Du kannst das Ganze auch etwas intensivieren, indem du noch mehr Konzentration hineinbringst. Und das kann man machen darüber, dass man den Atem zählt. Also einatmen 1, ausatmen 1. Also jeweils ein- und ausatmen als eine Zähleinheit und mache so 9 bewusste Atemzüge oder 18, 27 oder 36. Die Übung heißt 36 bewusste Atemzüge. Je nachdem, wie viel Zeit du hast, kannst du 9 machen. Ist erst vielleicht am Anfang auch einfacher, erstmal nur 9 zu machen und dabei konzentriert zu bleiben, bei dir zu bleiben. Und wenn das gut läuft, kannst du das langsam steigern auf 18, auf 27 und irgendwann dann 36 bewusste Atemzüge machen. Machen wir an dieser Stelle mal 9 bewusste Atemzüge. Also schließe die Augen,
Atme ein, zähle innerlich. Wenn du schon 9 Atemzüge gemacht hast, dann spüre innerlich nach. Wie fühlt sich das jetzt an? Wie sind die Schultern? Sind die Schultern entspannt? Haben die Schultern immer mehr losgelassen? Bist du innerlich ruhiger geworden? Also sind die Gedanken, die Gefühle ruhiger geworden? Wie geht der Atem? Das waren also jetzt 9 bewusste Atemzüge. Man kann das, wie gesagt, steigern. Stellt sich die Frage, warum jetzt 36 bewusste Atemzüge? Was hat das für eine Bedeutung? Da gibt es jetzt verschiedene Erklärungen aus dem Jin Shinjutsu. Die eine Erklärung ist, dass gesagt wird, wenn ich jetzt einatme mit diesem Atemzug, dann habe ich 360 Atemzüge später, weil der Atem steigt ab, geht bis in die Zehen, steigt dann irgendwann wieder auf und dann 360 Atemzüge später atme ich mehr oder weniger genau diesen Atem wieder aus. Ja, also wir haben hier diese 360, also 36, also eine Erinnerung daran, dass das so ungefähr, das dauert ungefähr 20 Minuten. Wenn ich also jetzt einatme, 20 Minuten später ist Teil dieses Atems, wird wieder ausgeatmet. So im Jin Shinjutsu die Vorstellung. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, es hat mit der Kosmologie, also mit der Vorstellung, wie das Universum aufgebaut ist, zu tun. Und da ist eben die Vorstellung, dass das Universum sich über 9, also alles das, was unser Universum oder worin unser Universum auch eingebettet ist, 9 Schichten sind oder 9 Tiefen im Jin Shinjutsu genannt. Und 3 + 6 sind 9. Also da haben wir diese 9, diese Kosmologie. 3 wiederum und 6 ist auch eine wichtige Verbindung. Also die 6. Tiefe von diesen 9 Tiefen ist etwas, was schon überpersönlich ist, woraus wir entstehen, wir Menschen. Und diese 6. Tiefe ist sozusagen das, was uns nährt. Die Blaupause auch genannt, aus dem der Körper dann sich gebildet. Die energetische oder genetische Blaupause, so dass der Körper daraus gebaut wird und so weiter. Ich will da jetzt nicht noch tiefer drauf einsteigen. Das wäre die zweite Erklärung. Wir haben also hier die Verbindung in diese 6. Tiefe, was eben das Überpersönliche schon ist. Und dann als Brücke in die 3. Tiefe. Und die 3. Tiefe wird im Jin Shinjutsu mit Leber und Gallenblase zum Beispiel beschrieben, wenn man das jetzt über die Organe sieht. Das ist also eine Verbindung in den Körper hinein. Leber und Gallenblase repräsentieren auch ein bestimmtes Element, den Äther. Und dieser Äther ist sozusagen das feinste Element, was wir kennen, was eben die Verbindung von der Energiewelt in die Materiewelt darstellt. Deswegen wird es auch als Quintessenz, als 5. Essenz bezeichnet, weil danach kommen eben Elemente, die dann immer grobstofflicher werden. Also wir haben den Äther, wir haben die Luft, wir haben das Feuer, wir haben das Wasser und dann das grobstofflichste, die Erde. Ja, und diese 3. Element, also diese 3. Tiefe, Leber-Gallenblase, nehmen wir das mal als jetzt Beispiel dafür, da werden noch viel, viel andere Dinge zugeordnet, ist also das Element Äther, was eben diese 6. Tiefe, das, wo wir herkommen, sozusagen der Mensch gebaut wird und daraus entsteht, verbindet. Ja, die Verbindung dazu und daraus eben kommen wir eben in diese, baut sich dann diese Realität auf. Das ist also auch dann damit gemeint, 36 bewusste Atemzüge. Wir haben also die Verbindung zum Atem, 360 Atemzüge. Wir haben die Verbindung zur 9, was in Jin Shinjutsu die Kosmologie darstellt, was bedeutet, dass es eben diese 9 Tiefen gibt, diese 9, ja, wo alles enthalten ist, woraus alles entsteht, das ganze Universum und so weiter. Und eben dann noch gleichzeitig die Bedeutung
dass wir eben aus der sechsten Tiefe dann als Mensch dann nochmal persönlich entstehen und da eben die dritte Tiefe, also Lebergallenblase mit dem Äther, die Verbindung darstellt von Körper in diese energetische Welt, sage ich jetzt einfach mal so vereinfacht. Und das ist einfach eine Erinnerung daran. Und deswegen heißt diese Übung 36 bewusste Atemzüge. Das war jetzt die Erklärung, wenn du das auch noch gerne wissen willst. Ja, wir sind ja immer sehr wissbegierig und wollen wissen, warum heißt die Übung jetzt so, was bedeutet das? Und das ist ja auch gut so, weil dadurch können wir das Ganze auch noch mehr durchdringen und eben vielleicht auch mit mehr Freude noch praktizieren oder haben auch noch mehr Hintergrund und kriegen vielleicht da auch mehr auch mit, diese Bedeutung, und spüren da auch in diese Richtung etwas oder können uns das zumindest vorstellen. Von daher finde ich das auch immer sehr hilfreich, bin auch immer sehr wissbegierig. Wenn ich etwas lerne, will ich auch immer gerne so die Hintergründe wissen. Ja, und du kannst es gerne nochmal für dich praktizieren jetzt zum Abschluss. Einfach die Hände unter die gegenseitigen Achselhöhlen nehmen und ganz entspannt die Schultern loslassen, die Augen schließen, nach innen gehen, bewusst ein- und ausatmen. Das war nochmal die kurze Zusammenfassung mit 9 bewussten Atemzügen oder 18, 27, 36. Mit der Zeit wird es leichter, das zu steigern. Also probier das mal aus. Und ja, bei mir ist es immer so, ich probiere, wenn ich irgendwas Neues kennenlerne, das erst immer aus. Also ich habe ja mittlerweile sehr viele unterschiedliche Sachen auch kennengelernt und praktiziert. Und also Yoga, ne, Qigong und so weiter und so weiter. Und wenn ich dann merke, das fühlt sich gut an, dann praktiziere ich das auch und dann ist das für mich super, dann mache ich das. Manchmal ist es auch nur eine Zeit lang, ein paar Wochen, ein paar Monate. Manchmal ist es auch länger, dass mich dann eine Technik oder unterschiedliche Techniken begleiten. Für mich ist das Wichtigste immer, dass ich das spüre, was mir das bringt. Und ich spüre das dann entweder körperlich, dass sich körperlich was entspannt, oder ich spüre das entweder über den Geist, dass ich ruhiger werde, der Atem auch ruhiger wird, die Gefühle vielleicht zur Ruhe kommen, die Gedanken zur Ruhe kommen. Und dann denke ich dann für mich, wow, das ist super, das praktiziere ich weiter. Und dafür ist es immer erstmal gut, das auszuprobieren. Und wenn man dann Zugang dazu kriegt, ist es natürlich super. Und wenn man da jetzt vielleicht noch nicht so geübt ist und vielleicht das noch nicht so spürt, körperlich oder geistig, dann ist es gut, das erstmal eine Zeit lang zu praktizieren. Und idealerweise spürst du dann mit der Zeit vielleicht das eine oder das andere. Vielleicht sind das erstmal so ganz kleine Dinge nur, die du spürst. Mit der Zeit kann es intensiver werden. Und ja, und dann ist es vielleicht diese Technik, die dir weiterhilft im Leben, diese Atemübungen. Es ist ja nicht nur eine Atemübung, du nimmst dich auch selber an, ne? Du gibst dir eine Umarmung. Und so kann ich das nur jedem empfehlen. Also so mache ich das, das auszuprobieren, zu gucken, was bringt mir das wirklich. Und wenn ich wirklich gar nichts merke bei einer Sache, dann mache ich das vielleicht nochmal. Und wenn ich dann immer noch nichts merke, dann lege ich das beiseite und dann lasse ich das. Und wenn ich halt bei einer Technik oder bei einer Übung, Energieübung, Atemübung, was auch immer, merke, wow, das ist super, dann werde ich das weiter verfolgen. Also das ist so mein Tipp, das erstmal auszuprobieren, ne, und dann vielleicht die Erklärung zu hören, die Theorie. Macht das für dich Sinn? Macht das für dich keinen Sinn? Und dann zu spüren, was spüre ich nach innen? Was verändert sich? Und wenn das wirklich eine Sache ist, wo du denkst, wow, das ist super, das hilft mir, dann ist natürlich super, das wirklich auch längere Zeit zu praktizieren, um dann immer tiefer in die tieferen Wirkungen zu kommen, immer mehr in die tiefere Entspannung, und dann kannst du auch immer mehr den Tag über diese Entspannung halten, ne, den ganzen Tag oder vielleicht mal 1, 2, 3 Stunden, und dann machst du nochmal die ein oder andere Übung und so bist du den ganzen Tag über, ja, mehr oder weniger fit. Gut, herzlichen Dank für dein Mitmachen, viel Freude beim Praktizieren und bis zum nächsten Mal.